Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von, neue Episode? Moment, nein, ein neues Projekt, der Wahnsinn. Oh, was redet der alte Mann da Kreis? Du bist verwirrt, du weißt selber nicht mehr, was du tust. Ja, so ist das im Leben, Freunde. Wir spielen eine klitzekleine Runde Size Matters und, ich weiß noch nicht ganz genau, was auf uns zukommt, aber, wir werden es sehen, weil ich habe das irgendwann mal gesehen und dachte mir, oh, das sieht aber aus wie ein tolles Spielekonzept. Dann habe ich es vergessen, auf meine Wunschliste zu packen und wie das dann immer so ist, verliert man natürlich dann irgendwann die Übersicht und jetzt ist das Spiel schon irgendwie ein Jahr im Early Access oder so, keine Ahnung. Und ja, keine Ahnung, ich habe es völlig verpasst. Es kam dann irgendwie im November letztes Jahr. Ja, dann spielen wir es jetzt. Ich habe es, mir ist es heute Morgen saß ich hier bei einer Tasse Tee vor meinem Computer und habe mir gedacht, hey, was ist eigentlich aus diesem Spiel geworden? Kam das jetzt jemals? Oder, ne, manchmal gehen ja so Spiele, verlaufen dann auch im Sand gerne mal. Oder du hast die 3 Jahre auf der Wishlist, ne, so wie Playway-Spiele zu 90%. Ja, ne, ist hier aber jetzt nicht der Fall. Es kam, ich hab's verpasst. Wir spielen das Spiel. Was ist das? Moment, Laborator 1. 1,70 Meter, es ist alles gesperrt. Was kann ich hier machen? Es ist, okay, wir werden das spielen. Normale Formulare. Ich habe gerade ein kleines Tutorial gespielt, also ich weiß ein bisschen, was auf uns zukommt. Ich muss auf jeden Fall irgendwie Chemikalien mischen. Press Space. Ah, diese Musik. Find Formulare, die hier irgendwo im Labor sind. Und such für Ingredienzien. Oh, da ist was. Was ist das hier? Wir haben Ludi. Dafür brauchen wir Divigatenium. Ne, wir wollen, was wollen wir denn haben? Scrubium. Wir wollen Scrubium haben und haben die bla bla. Warte mal, ich schrumpfe, ne? Ich schrumpfe. Okay, Leute, wir schrumpfen, das ist nicht so geil. Wir brauchen erstmal Formulare. Formulare suchen, Formulare suchen. Okay, hier ist nichts drin. Hier ist nichts. Was ist das für ein Zeug? Woran kann ich das erkennen, was das ist? Das ist Lupetium. Ich brauche kein Lupetium. Ich brauche. Was brauche ich denn? Ludi. Ist das Ludi? Ne, das ist Extraordium. Extraordium brauche ich auch nicht. Ich brauche Lodi und Divi Blablub. Illerium brauche ich auch nicht. Moment, was ist das? Oh, warte mal. Zementrit plus Wasser ist gleich Lodi. Moment, ich brauche Wasser. Wir machen uns erstmal hier eine Kanne Wasser voll und suchen Zelepririum. Hier aufmachen geht nicht. Moment. Man, das ist Ding. Ich muss alles irgendwie einmal angefasst haben, um es dann nutzen zu können. Wie kriege ich denn? Ich brauche mehr Formulas. Mehr Formulas. Hier ist nichts drin. Hier ist nichts drin. Vielleicht auf dem Computer? Ne, hier kann ich. Sind hier Sachen versteckt? Ah, ne. Da ist was! Oh! Entschuldigung. Cyanosogasium. Blunderbasser. Oh, da sind ja auch noch Sachen. Da ist Zimmernitrite. Brauche ich das? Ja, das brauche ich. Und Wasser. Ist gleich Lodi. Okay, okay, okay. Da muss ich das hier einfügen in die Maschine. Und Wasser. Dam, da, dam, da, 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 da. Ach ja. Ich bin Chef, Dings, ne? Okay, wir prozessen das. Chefchemiker Kreis macht heute extrem gemütlich tolle Dinge. Wir werden sehen, was passiert. Ich habe gestern mein Mikrofon 2 Stunden lang geputzt. Alter Schwede, Leute. 3 Jahre Mikropartikel aus meinem Gesicht. Na komm, blubber jetzt mal. Das dauert aber lange. Was ist das hier oben? Opossmium. Ist das aus alten Opossums? Moment, hier ist auch noch irgendwie eine Formel open. Mach mal auf hier in den Schrank. Den Blunderbasser Plus ist Key 2. Was ist das für ein Zeug? Key 1, Microwave. Moment. So, jetzt habe ich hier Lodi. Wir haben Lodi fertig. Stellen wir mal hier auf den Tisch. Das ist der Prozessor. Slavistanium Extraordium plus. Ah, Moment. Was ist Extraordium? Das hier. Das stellen wir mal hier in den. Nice. Enter a code. 9932. 9932. Und Start. So, dann haben wir Slavistanium. Aber ich brauche noch Divigatenium. Wie kriege ich Divig.
Da brauche ich Lopetium und... Alter, ich spreche alles falsch aus wahrscheinlich. Und Ejakulatium ist gleich Lopetium. Lopetium haben wir hier. Lopetium nehme ich mal mit. Lopetium. Hier bitte einfügen in die Maschine. Lopetium und Liquiribium. Das hier brauche ich auch. Das muss dann hier drüben rein. Okay. Merkt ihr, wie wir schrumpfen? Wir schrumpfen. Wir müssen den Schrumpfprozess irgendwie aufhalten. Das ist das Ding. Wir werden schon kleiner. Seht ihr das? So ganz langsam. Okay, hier haben wir jetzt Lavistanium. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Ich stelle das erstmal hier rüber. Lopetium. Dann haben wir das hier. Und dann haben wir Lodi und... Wo ist unser Lodi? Wo habe ich Lodi hingestellt? Hier, oder? Ist es Lodi? Ja, das ist Lodi. Lodi muss hier gleich rüber in den Prozessor. Ich darf das nicht kaputt machen. Wenn es runterfällt, habe ich ein Problem. So, jetzt brauche ich Dividings. Das kann direkt wieder hier rein. Plus Lodi. Dividings plus Lodi müsste passen, oder? Lodi plus Dividings ist gleich Scrupium. Wozu brauche ich ein Scrupium eigentlich? Scrupium und Wasser ist Ki 3. Wie Ki 3, Moment. Emergency Exit, Donut Block. Was ist, wenn ich Ki 1 und 2 habe? Was muss ich dann machen eigentlich? Muss ich die hier drauf stellen? Wozu ist die Maschine? Und wozu ist das hier? Was ist das da für eine... Moment, ich hole mir mal noch kurz eine Kanne Wasser. So, jetzt haben wir das Zeug hier. Scrupium habe ich jetzt. Scrupium. Hier ist noch Zyno-Dings. Das stelle ich mal hier rüber. Zum Opossium. Scrupium und Wasser ist gleich Ki 3. Okay, Moment. Scrupium. Und eine Kanne Wasser habe ich da hinten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leute, wir schrumpfen. Ich schrumpfe richtig ab. Oh nein. So. Prozessoren wir das nochmal. Ganz kurz. Blunderbasser plus 9398 ist gleich Ki 2. Blunderbasser? Woher kriege ich denn Blunderbasser? Slavistanium? Ich brauche Blunderbasser. Hier ist ein Feuerzeug. So. Ki 3. Kommt es denn hier in die Maschine oder was? Ten minutes left. Oh nein. Blunderbasser. Wie kriege ich Blunderbasser? Ich habe es irgendwo vorhin gelesen. Man sollte seine Unterlagen immer ordnen. Kann er da oben noch reingucken? Ich werde immer kleiner. Der Producer. Ach so. Alle Keys müssen da rein. Okay, ich weiß nämlich nie, was das für eine Maschine hier ist. Die habe ich im Tutorial nicht kennengelernt. Okay, Ki 1, Ki 3 ist drin. Ki 3, Ki 3. Wo ist Ki 2? Hier ist Ki 2. Den Blunderbasser. Ich brauche den... komm, gib mir... Leg dich dahin. Blunderbasser. Haben wir... Quiririum? Scrupium, Quiririum brauche ich. Dafür brauche ich Uilogon und Slavistanium. Uilogon, Slavistanium habe ich schon, aber ich habe Uilogon nicht, oder wie das heißt. Oh nee, Leute. Oh, lolo, lolo, lolo. Wo krieg ich den? Ihr habt es bestimmt schon gesehen irgendwo, aber ich nicht. Und ich werde immer kleiner. Uiologom-Dingszeug. Ist hier noch Unterlagen irgendwo? Ich brauche Unterlagen. Hier, den Schrank. Habe ich den schon geöffnet? Nee, ne? Da. Opossium plus Microwave. Oh, Opossium habe ich schon gemacht irgendwo. Wo war mein Opossium? Hier, Opossium und Mikrowelle, klar. Das wichtigste Gerät eines Wissenschaftlers. Mikrowelle? So. Was war denn dann? Was habe ich denn dann überhaupt? Uilogium.
plus Slavistanium ist gleich Quirium. Das werde ich irgendwie brauchen, oder? Quirium? Wozu brauchte ich Quirium? Quirium brauche ich plus Microwave. Dann haben wir Key 1. Okay, okay. Komm schon, beeil dich. Beeil dich, beeil dich. Komm, sonst gleich nämlich nicht mehr dran. Prozessieren. Dann brauche ich Cynosaxarium. Habe ich Cyno... Ja, habe ich schon. Plus Mikrowelle? Plus Mikrowelle ist Blunderbusser, oder? Nee. Plus Prozessor. 6441. 6441. Komm schon,6441. Und Vollgas, bitte. Okay, dann haben wir einen Blunderbusser. Was haben wir jetzt hier? Was habe ich jetzt hier Wunderbares? Quirium. Quirium. Quirium war... Moment, was stand das hier drauf? Quirium plus Microwave ist Key 1. Dann das bitte in die Mikrowelle schnell. Okay, Mikrowelle. So. Dann haben wir hier den Blunderbusser. Und Blunderbusser war, glaube ich, auch Mikrowelle, oder? Ne, Blunderbusser war 9.3. Was ist das für ein Key? Ich kann es nicht mehr lesen gleich. 9398, glaube ich. 9398. Ist das der Blunderbusser jetzt? Ja. Und der braucht 9. Kann ich den einmal rausnehmen, bitte? Und wieder reintun? Stecken wieder rein. Tu ihn doch bitte wieder rein. So. 9398. Und bitte. Was ist das jetzt hier? Das ist Key 1. Key 1 bitte rein. Oh Gott, ist das verrückt, Leute. So, Key 1 ist drin. Oh Mann. Warte mal, kann ich mir hier schon mal... Ich weiß nicht, ob ich da gleich noch drankomme. Aber Moment, das müsste ja dann jetzt Key 2 sein da, ne? R zum Rotaten. So. Dann kann man hier vielleicht später noch hochgehen. Das ist Key 2. Okay, Key 2, wunderbar. Rein damit. Er prozessiert. Ah, oh. Huh. 10 Minuten habe ich gebraucht. Geil. Equipment X times. Mal 12. Go again. Change settings. Change settings? Main Menü. Play. Custom. Beginner. Normal. Hard. Crazy. Low Gravity. Tiny. Was ist das hier? Shrinking Curve. Show Tooltips. Okay. Floating our equipment. Warum ist es hier zu? Custom. Ah. Okay. Verstehe. Ach so läuft das hier. Shrink completely in 16 Minuten. Das ist dann Custom. Oder was? Ne, Beginner. War das jetzt gerade Beginner oder was? Normal, hard, crazy, low gravity, tiny. Ich kann mich leider nicht erinnern, was wir gerade gemacht haben. Spillable liquid ist experimentell. Okay. Hard. Crazy ist mit spillable. Okay, ah, ich wollte ein anderes Labor ausprobieren. Egal, machen wir beim nächsten Mal. Machen wir beim nächsten Mal. Wir checken jetzt erstmal hier. Wir machen Ingredients. Pass auf, jetzt zeige ich euch, wie das geht hier. Ich bin nämlich jetzt Profi. Wir haben hier einmal Frinconium. Ganz klar. Jetzt müssen wir hier ein bisschen suchen, ob wir hier irgendwas finden. Frinconium ist klar. Forsanium und ist gleich Thorium. Das könnten wir vielleicht noch brauchen. Das lege ich mir mal hier hin. Was ist das? Kudi, Vidi, Rudi, Rum, Blum, Blum. Okay, wir müssen erstmal alles hier durchsuchen. Aha, da war schon wieder was. Nein, weg damit. Duranium plus Mikrowelle. Da hatten wir schon Duranium? Oh, mit Spillable Liquids wird es natürlich dann schlimm, ne? Das ist Duranium.
Dann machen wir das Uranium nochmal schnell in die Mikrowelle rein. So. Und bitte. Uranium in die Mikrowelle? Ey, das ist irgendwie cool. Kostet irgendwie 8 Euro das Spiel oder so. Dafür kann man es machen. Nur ob sich das hier noch jemand danach nochmal ansieht irgendwann im Laufe meines Lebens, das ist die große Frage. Sesestinirium. Und das ist ganz klar. Vietnonium. Warte mal, was brauchen wir überhaupt? Wir müssen irgendwie... Foros. Keine Ahnung, was ist das hier? Ist auch nochmal irgendwas, was wir brauchen. Wir brauchen 7 Formeln diesmal. Okay, dann müssen wir die erstmal suchen. Können ja überall sein. Hallo, Mr. Formel. Achso, Wasser könnten wir auch schon mal bereitstellen. Ah, guck mal, hier ist ja noch was. Vodkarium. Oh, davon wird man immer schnell betrunken. Und das ist Wittenschinz. Wittenschinz. Und hier haben wir noch was. All Ingredients gefunden. Vobegonium. So, Mikrowelle ist fertig. Vor dem Tutorial stand, die Mikrowelle ist ein sehr gutes wissenschaftliches Gerät, weil sie piept, wenn sie fertig ist. So, Ranivorium. Gut. Was ist das für ein Gerät hier? Ich habe keine Ahnung, was das hier ist, ne? Der Retriever messed up. Fix the mess. Da kann ich Sachen wieder voneinander trennen. So. Thorium und Wasser ist Key 3. Was ist Thorium? Wie kriege ich Thorium hin? Thorium. Haben wir Thorium schon? Thorium. Forsanium und Venum Dingsblums. Frinconium. Was haben wir da? Venonium. Moment, brauche ich Thorium brauche ich. Venonium brauche ich aber auch. Und Forsanium. Also nehmen wir erstmal das hier mit. Tun das hier rein. Jetzt brauche ich noch Forsanium. Wie kriege ich denn... Icanius, Forsanium brauche ich. Foros, Bolonium, Relenorium. Forsanium, 10 minutes left. Habe ich hier alles durchsucht? Wo ist dieses Forsanium-Ding? Ich bin verwirrt. Hier steht was rum. Frinconium. Moment. Haben wir gemacht. Forsanium plus Venominium gleich Thorium. Forsanium. Ich brauche Forsanium. Forsanium, wo... Ist es nicht, dass es oben drauf steht irgendwo? Forsanium. Voktarium? Forsanium. Forsanium, Forsanium. Venomium. Steht's an der Tafel? Nein, steht nicht an der Tafel. Forsanium, wo bist du? Fehlt mir noch was? Was fehlt mir noch? Oh Gott, Leute, diesmal wird es nicht so gut laufen. Shitto. Was ist denn da in der Ecke? Ist da noch irgendwas versteckt? Da ist irgendeine Flasche. Eben hier auf den Stuhl drauf. Vielleicht liegt da... Oh nein, ich stecke in der Ecke fest. Jetzt habe ich ein Problem. Na komm, auf den Tisch. Auf den Tisch, komm. Ja. Mir fehlen noch voll die Rezepte. Wo sind die? Weg mit dem Stuhl. Stuhl. Da. Sind die da oben irgendwo? Vielleicht sind die auf dem Schrank. Mir fehlen Rezepte. Bin ich doof? Ja, ich weiß. Leute, ich schrumpfe. Ich habe keine Zeit hier für so ein Brettspiel. So, kann ich da jetzt hoch? Was übersehe ich, Leute? Was übersehe ich? Irgendwo müssen doch noch
nein. Oh nein, Leute. Ich will doch nur Rezepte haben. Okay, es ist diesmal echt nicht so leicht, wie ich dachte. Der Beginners Guide war ja noch für Beginners. Oh, oh, oh. Rotieren. Rotieren. Okay, jetzt diesmal kommt ein bisschen Panik auf. Ich verbrauche hier mit einem Rezept meine ganze Zeit. Das ist doof. Kreis, das ist richtig doof, was du machst. Mach das doch mal richtig. Da oben liegt nur ein Teppichmesser rum. Keine... Mir fehlen Rezepte. Wo können die denn sein? Oh. Ich kann die nicht mal mehr... Oh Gott. Okay, ich glaube, das ist messed up, Leute. Ich glaube, wir werden das zum Tode schrumpfen. Ich muss mir her... Ich hole die Rezepte runter. Die, die ich habe. Thorium wäre Key 3 gewesen. Was wäre denn Key 2 gewesen? Habe ich hier noch nicht reingeguckt? Rezepte runter. Rezepte runter vom Tisch, schnell. Ich muss mir alles irgendwie auf den Boden stellen. Sonst, oh Gott. Ja, das versuche ich die ganze Zeit. Binomium Num haben wir ja. Irgendwo. Habe ich schon da reingestellt, ne? Wo versteckt ihr die Rezepte? Das muss alles runter auf den Boden. Oh nein! Nein, nein, nein! Kaka! Geh weg! Ich mag dich nicht, Stuhl! Blöde rückenschonende Stühle. Niemand braucht das. Wer hat schon Rücken? Du hast Rücken. Dein Gesicht hat Rücken. Achtung. Ja, hoch. Geht nicht. Oh nein, ey, ich geister hier einfach rum. Oh Gott. Leute, es sind einfach zu viele Chemikalien in meinem Gesicht. In meinem Kopf. Das ist... Wie soll man denn... Wer macht denn sowas freiwillig, beruflich? Das ist ja bescheuert. Kein Mensch macht das. Chemiker existieren gar nicht. Ich weiß, jetzt schreiben wieder... Hey, Kreis. Und ich kenne auch sogar viele... Also viele Menschen haben mir schon im Chat geschrieben, dass sie sowas machen. Aber vielleicht ist das alles staatlich Open the Door, Errungenschaft freigeschaltet. 5 Minuten. Leute, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Das ist... Ich weiß, man soll niemals aufgeben. Das hat der 6-Millionen-Dollar-Mann auch nicht getan. Und kleine Jiminy Cricket und Pinocchio hat auch nie aufgegeben und war am Ende doch ein richtiger Junge, aber... Oh. Code Combiner. Okay, ich muss... Ich bin verwirrt und dadurch, dass ich verwirrt bin, weiß ich nicht, welche Schränke habe ich... Ey, hab ich doch schon alle Schränke durchsucht. Wo sind denn all die Rezepte? Mir fehlen 2 Rezepte, fehlen mir noch. Und da ist bestimmt das Überlebensrezept dabei. Und dann habe ich nur noch 5 Minuten, das schaffe ich gar nicht. Wie soll ich denn den Code Combiner und den Extraktor und... Wie geht denn das? Funktioniert ja nicht. Oh, nee. Manno! Wie doof! Kann ich mich eigentlich ducken hier? Nee, ducken kann ich mir nicht. Rezepte? Vielleicht finde ich die erst, wenn ich hinterm Tisch bin. Ja. Ich habe das Gefühl, wir werden kleiner. Wie groß ist denn ein Fuß 10? Okay, Google, wie groß ist ein Fuß 10 in Zentimeter? 1,833333333 Fuß entsprechen 55,88 Zentimeter. Ein Fuß 10 Zoll sind 55,8 Zentimeter. Okay. Ach, Kacke. Ach, nee.
Am Ende, wenn wir... Also ich werde erstmal noch die Labore spielen, glaube ich. Wenn ihr Bock habt, Leute, zocken wir noch die Labore. Ich kann jetzt schon mal hier so langsam das Outro anfangen, weil ich nicht davon ausgehe, dass wir das noch schaffen. Aber ich will sehen, was passiert, wenn wir geschrumpft sind. Das macht mich jetzt doch ein bisschen neugierig. Was habe ich denn da? Was ist das? Keine Ahnung, Eiscreme. Und zwar ist mein Plan, wir zocken einfach... Also... Das eine war ja jetzt nur der Einstieg. Das war nur das Tutorial auf Easy. Wir werden auf Medium spielen, auf jeden Fall. Minimum Medium. Ja, da sieht man schon, da ist dann ein bisschen Herausforderung am Start. Und ja, und dann machen wir Labor 1. Ja, Labor 1 werden wir vielleicht schaffen. Und ja, dann gehen wir über auf Labor 2. Und ich glaube, ich habe noch ein drittes Labor gesehen. Schauen wir mal. Ich will auf jeden Fall die Labore durchprobieren. Weil ich denke, die werden auch ein bisschen schwerer mit mehr Schubladen. Aber ich finde hier schon nicht alle Rezepte. Also es ist echt... Und man muss irgendwie gucken, dass wenn man dann schrumpft, muss man sich ja auch irgendwie Sachen zurechtlegen, damit du hinterher noch an die Tische kommst, ne? Weil wenn ich jetzt hier an den Transformator will, hier an den Continuum-Transfunktionator, dann muss ich auch irgendwie darüber wieder hier an den Spektral-Supercode-Dingsbums kommen. Aber das ist gut. Hier reicht ein Brett, dann hast du hier auf jeden Fall alles zur Verfügung. Dann kommst du dahin. Dann musst du nur irgendwas bauen, um dann darüber zu kommen. Ja, hier, das geht aber dann auch noch. Irgendwie, oh, das wird krass. Das wird krass. Das ist ein bisschen spekulativer, als ich dachte. Nein, nicht spekulativ, spektakulärer. Ah, blödes Sestrinium. Ich kann nicht mal mehr richtig werfen, weil ich Mini bin. Oh, Mann, oh. Ah, aber diese schöne Schrumpfmusik dabei. Wir haben nur noch 1 Minute 35, Leute. Wir werden draufgehen. Wo sind die blöden Rezepte gewesen? Warum habe ich die nicht gefunden? Ich kann nicht mal mehr in die zweite Schublade gucken. Ja, aber genau so muss man sich das dann hier aufbauen irgendwann, ne? Kann ich denn jetzt zum Beispiel das Ding noch? Oh, es ist sehr schwer dann zu bewegen, ne? Okay, Mist. Jetzt hört sogar die gemütliche Musik auf. Oh nein. Eine böse, böshafte Boshaftigkeitsmusik kommt und sie wird immer lauter. Aua! Ich habe mir den Schrank ins Gesicht gehauen. Geh weg, ich krieg Panik, ich schrumpfe. Oh. Ich kann den Stuhl nicht mehr hochheben. Es wird dramatisch. Hey, habt ihr... Wo sind die... Mir fehlt garantiert das eine Rezept. Mir hat das Rezept gefehlt und dann ist alles aus den Fugen geraten. Hallo, da draußen. Ist da irgendein Wissenschaftler, der mir helfen kann? Das ist doch ein Notfall. Ich komme nicht mal mehr in die Klinke jetzt. Also, oh Gott. Könnte man mich überhaupt noch hören, wenn ich so klein bin und laut rufe? Ich meine, bei Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Da hören die dir ja auch nicht. Weil man so klein ist und dann, ich weiß nicht, aber ist die Schallwelle dann auch klein und man kann einen nicht mehr hören? Oder ist das wissenschaftlicher Humbug? Ich weiß es nicht. Wir brauchen mehr Beweise. Mehr Menschen, die... sowas erforscht haben. Hat von euch schon mal zufällig jemand einen Menschen geschrumpft und dann erforscht, ob man ihn hören kann oder ist er dann zu leise? Weil ich meine, die Grille ist auch klein und die höre ich auch zirpen. Mano! Go again. Main Menü. You failed. Schade, ich dachte, ich schrumpfe jetzt in mich hinein, aber anscheinend ist jetzt die Größe erreicht, an der man nichts mehr erreichen kann. Freunde, wenn ihr groß und mächtig und erfolgreich und schön und sexy seid, dann seid ihr nicht hier auf dem Kanal. Nein, war ein Scherz. Jetzt fühlen sich wieder alle, komm, das ist aber offensiv. Severi Offensive Kreis. Nein, natürlich nicht. Freunde, cool. Wenn ihr Lust auf mehr habt, ihr kennt all die Kanäle, ihr kennt all den Kram, brauche ich euch nicht erklären, ne? Ihr seid ja erwachsen. Und wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode wieder. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zusehen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dann auch wieder mit dabei. Ne? Und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen, großen und erfolgreichen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen, reingehauen und ciao.